Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Schild. Mein Name ist Fabian. Und ja, ihr seht schon, da ist die Arena, da wollen wir hin. Aber ich möchte, hatte gedacht, ich mache noch schnell ich kämpfe mich hier noch kurz durch die Felder. Aber das hat dann noch etwas länger gedauert als gedacht. Also pro Route muss man, glaube ich, schon immer ordentlich Zeit noch mitnehmen. Was an sich ja auch in Ordnung ist. Aber man überschätzt das dann auch ein bisschen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Feedback zu den Let's Plays dürft ihr mir gerne entweder persönlich schreiben oder in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und was man sonst tut. Also, ich möchte Irbis noch fangen. Habe ich in der letzten Folge nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, auch das letzte Feld, was wir durchqueren oder uns vornehmen. Bevor wir dann endlich im Türfeld sind. So, Pokédex-Eintrag für Irbis. Größe L ist mir jetzt als erstes rausgesprungen. Die haben nämlich unterschiedliche Größen. Gibt es in mehreren Ausführungen. Ist ein Kürbis-Pokémon vom Typ Geist-Pflanze. Angeblich wurde es deshalb so groß, weil es in einem Gebiet lebte, durch das sehr viele verlorene Seelen irrten. Irbis. Könnt das in mein Team? Ich glaube, es ist kein Platz, sorry. Nein, in die Box, bitte. In die Box. So, danke. Ja, und Pampam müsste eigentlich auch noch geheilt werden. Aber zu spät. Ich bin ein Evoli. In mir steckt ganz viel Potenzial. Pokékind Jenny fordert dich heraus. Und sie setzt Evoli ein. Das hatte ich ja schon beim letzten Mal vermutet eigentlich, dass da ein Evoli dabei sein sollte. Oh, mit Ruckzuck-Keep. Nein! Hat Pampam getroffen, bevor es noch irgendwas ausrichten konnte. Tja, schade. Aber wir haben ja einen Beleber. Dann würde ich sagen, setzen wir den Beleber ein. Und holen Pampam zurück. Damit das wenigstens noch die Erfahrungspunkte bekommt. Es setzt Kulleraugen ein. Schockwelle. Schockt gut. Volltreffer. Und jetzt nochmal der Ruckzuck-Hieb von Evoli. Und das hat noch nicht ganz ausgereicht. So, jetzt machen wir auch einen Ruckzuck-Hieb. Kriegst du deine eigene Medizin zu spüren, zu essen. Tja, so kann es gehen. Und Pokékind Jenny wurde besiegt. Ich bin ein Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial in mir, wie ich dachte. Nein, Kind, du musst weiterhin an dich glauben. Dann kannst du alles schaffen und so weiter. Da ist noch irgendwo einer. Da will noch jemand kämpfen. Da. Versteckt aber. Ich meine, Pika. Einfach aus dem Hinterhalt. Gar nicht gesehen. Und es setzt Wattzapf ein. Käfer Elektro.
Da bringt uns WhatsApp, glaube ich, eher weniger. Ja, Fadenschuss setzt erstmal ein. Und es senkt stark die Initiative, aber wir sind eh schon langsamer. Hui, nicht sehr effektiv, aber ein Volltreffer. Krass. Machen wir doch noch einen Überkopfwurf. Dann wechseln wir das Pokémon nämlich aus. Und es senkt weiter die Initiative. So. Und das ist noch nicht mal ganz besiegt. Und ein Marbula. Marbula finde ich ja richtig nice. Haben wir das eigentlich schon gefangen? Ich bin gerade, muss gerade überlegen. Ich wüsste es gerade nicht auswendig. Oh Mann, Fukano ist leider auch angeschlagen. Erstmal Fukano die Paralyse beseitigen. Solange es nur beißt, ist das ja in Ordnung. So, jetzt noch ein Supertränkchen. Das ist nämlich beides Käfer-Elektro dann. Finde ich an sich auch eine sehr spannende Mischung. Elektro geht bei mir immer. Also wenn ich ein Arenaleiter wäre, wäre ich ein Elektro-Arenaleiter. Käferbiss ist nicht sehr effektiv und hat auch keine bösen Nachwirkungen. So, Fukano. Wieso haben die alle noch ein KP übrig? Volltreffer mit der Klammer. So, jetzt ein Biss. Dann haben wir einmal Marbula besiegt. Und Watzow hat ja auch kaum oder keine KP mehr fast. So, Pampam erreicht Level 17. Und WhatsApp kommt als nächstes. Aber Fukano ist hier unser Junge der Stunde. Noch ein Flammenrad zur Sicherheit. Dann war es das auch für WhatsApp. Gut. Und ich sehe gerade, ich bin ganze Zeit ausgeblendet schon. Jo, Leute, das müsst ihr mir schreiben. Sagt mir das doch. Ich muss ja mich hier aufs Spiel konzentrieren. Oh, jetzt reicht's aber. Da ist aber noch ein Item. Da, dafür hat es sich ja gelohnt. Die Nadelrakete. Spitze Nadeln treffen das Ziel 2 bis 5 Mal hintereinander. Okay, gibt es hier noch ein weiteres? Hier können wir rüberspringen. Und dann laufen wir jetzt mal ins Pokémon Center, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Oh, und jetzt geht die Story los. Wolli, bleibst du wohl hier geblieben? Wolli. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja. Wusste ich's doch, ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger zu lange auf uns warten müssen. Wolli, Wolli! So, da haben wir doch direkt den
Arenaleiter kennengelernt. Und da ist auch schon Hopp. Ich glaube... Nee, ich heile mal kurz meine Pokémon. Nicht, dass er jetzt schon kämpfen will. So, die Pokémon sind geheilt. Und da geht das auch... Da ist Hopp. Hey, Fabian Schild, schau mal, das Arena-Stadion von Turfield, wir sind da. Arena-Leiter Yarrow ist zwar wieder zurück, aber die anderen Arena-Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Oh je. Ach übrigens, Sanya hat nach dir gesucht, sie will dich etwas fragen, Fabian Schild. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Woll, woll. Hey, das ist doch Sanyas Voldi. Am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser. Also in die Richtung müssen wir. Okay. Das ist natürlich jetzt doof, dass wir hier noch nicht kämpfen können, obwohl wir jetzt extra so lange schon darauf hingearbeitet haben. Dann lassen wir uns hier auch nochmal heilen, I guess. Und ja, ich weiß, das seltene... Nein. Ja, ich weiß es doch. Lass mich doch in Ruhe. Danke. Pokebälle haben wir. Tränke brauchen wir auf jeden Fall noch. 30 Stück. Supertränke können wir noch keine benutzen. Beziehungsweise keine kaufen. Benutzen können wir sie schon. Okay. Und... Es ist hier kein seltener Anblick, wie Yarrow ganz gelassen hinter Wolli herläuft, die aus dem Törfelstadion entwischt sind. Also gibt es ja wohl mehrere Schafe. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu der Geoglyphe einfallen lassen. Geoglyphen-Marmelade, das wär's. Okay, was sind denn Geoglyphen? Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rose. Okay. Oh, da oben ist so ein Monitor. Er ist wohl ein böser Multimillionär, oder wie, oder was? Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. True. Ja, ist nicht verkehrt. Stimmt schon. Was gibt's hier? Eine Kraftwurzel. Und da kommen wir gar nicht weiter. Da wollen wir natürlich auch noch nicht hin. Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also gedulde dich bitte ein wenig. Okay. Gut. Ich finde das ja hier... Ich finde die Gegend eigentlich ziemlich nice. Deswegen möchte ich mich hier mal kurz umschauen. Es gibt einen Ewigstein. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es bewirkt einen Entwicklungsstopp. Und hier hat es auf jeden Fall noch eine TM. Wirbler. Wirbelzwirbel. Der Anwender dreht schwungvoll seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Und da wollen wir rein. Aber das ist abgesperrt, also müssen wir natürlich von der anderen Seite ran. Und die Häuser da hinten, da kommen wir nicht so wirklich hin, ne? Wir kommen aber... Ich weiß gar nicht. Also man kommt auf jeden Fall hier und zu dem Haus da hinten. Da kommt man hin, wenn man hier mit dem Fahrrad fahren könnte. Mit dem Fahrrad übers Wasser. Das kommt aber erst später. Da kriegt man das Rotom-Rad. So. Jetzt aber gehen wir zu den Geoglyphen. Woll. Also für alle, die wirklich gar nicht wissen, wo sie lang müssen, ist das natürlich eine super Hilfe mit dem Voldi. Hast du schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Okay. Da ist eine Backpackerin. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen.
Und ja, da ist Voldi. Ist wohl wichtig, dass wir hier hingehen. Da ist noch ein verstecktes Item. Also ein blinkendes, ein Blattstein. Der löst die Entwicklung aus bei bestimmten Pokémon. Diese rätselhaften Steingebilde, wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Und diese hier sehen ja auch aus wie dieses, gibt es ja auch ein Pokémon, was genauso aussieht wie diese Felsen hier. So, jetzt sind wir hier oben bei Sanya. Danke, Voldi. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche ja mal deine Meinung. Da ist ein riesiges Gebilde in der auf dem Hügel. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Die finstere Nacht oder das Dynamax-Phänomen? Wisst ihr es, Leute? Ich wüsste es nicht. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dynamaximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Finstre Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. Oh, so viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, nimm als Dankeschön diese Liga-Karte. Und du erhältst die Liga-Karte von Yarrow. Yarrow, der Arenaleiter von Turffield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yarrow schlapp machen sollten. Zwei Beleber. Vielen, vielen Dank. Geh und zeig denen im Stadion von Turffield, was du auf dem Kasten hast. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir das hier auch besucht. Ich muss noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Können wir den? Wir können auch den Kopf durch das Loch stecken. Und da sind wir noch zu klein für. Okay. Wusstest du, dass irgendwo in Turffield ein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht. Also erst Pflanze, dann irgendwas. Hat das damit irgendwas zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir das in der nächsten Folge heraus und dann nehmen wir endlich die Arena-Challenge auf uns auf und werden das natürlich auch mit Bravour bestehen. Also folgt mir, falls ihr das noch nicht tut. Lasst ein Like da, einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis dann. Ciao.